Hallo zusammen! In diesem Video zeigen wir euch ein paar der besten und alltagstauglichsten Kurzbefehle für euer iPhone. Viel Spaß! Bevor ich aber mit dem Video loslege, möchte ich euch kurz auf etwas hinweisen. Um auch weiterhin kostenfrei unsere Inhalte sehen zu können, bitten wir euch um Unterstützung, indem ihr schnell ein Abo, einen Daumen nach oben und gerne auch einen netten Kommentar da lasst. Ihr unterstützt damit diesen Kanal und meine Arbeit wirklich sehr. Ich bedanke mich für eure Mithilfe und mache jetzt direkt weiter. Wir haben euch ja bereits die besten kostenlosen Webseiten für Kurzbefehle in einem Video vorgestellt. Viele von euch haben sich dann nochmal ein Video mit guten und alltagstauglichen Kurzbefehlen gewünscht. Ich stelle euch jetzt ein paar meiner Favoriten vor. Falls ich euch noch weitere Kurzbefehle vorstellen soll, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Den Artikel zum Video habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr nochmal alles nachlesen könnt. Da aber sicherlich auch ein paar noch nicht genau wissen, was mit Kurzbefehlen gemeint ist, hier nochmal eine Definition. Kurzbefehle bestehen meist aus mehreren Aktionen, die sich per Fingertipp oder Siri-Sprachbefehl gleichzeitig starten lassen. Die Aktionen basieren auf Apps und Inhalten, die ihr auf eurem iPhone habt und greifen automatisch ineinander, sobald ihr einen Kurzbefehl startet. Kurz gesagt, mit Kurzbefehlen erspart ihr euch viel Tipparbeit und beschleunigt die Nutzung eures iPhones. Die Kurzbefehle-App ist auf allen iPhones standardmäßig vorinstalliert. Falls ihr die App nicht auf Anhieb finden solltet, könnt ihr sie über die Spotlight-Suche ausfindig machen. Wischt dazu einfach von oben nach unten über den Bildschirm und gebt oben im Suchenfeld den Begriff Kurzbefehle ein. Bevor es aber ans Eingemachte geht, noch ein kleiner Tipp. Um Kurzbefehle noch schneller starten zu können, ohne jedes Mal die App anzusteuern, könnt ihr euch diese auch auf den Homescreen legen. Geht dazu in der Kurzbefehle-App und in der jeweiligen Kurzbefehl-Kachel auf die drei Punkte oben rechts. Tippt dann oben auf das Icon mit den drei Schiebereglern, geht auf Zum Home-Bildschirm und drückt auf Hinzufügen. Ab sofort könnt ihr den Kurzbefehl blitzschnell vom iPhone-Homescreen aus starten, ohne den Umweg über die Kurzbefehle-App. Der erste Kurzbefehl, den wir euch ans Herz legen wollen, trägt den Namen Live-TV und ermöglicht es euch, schnell und bequem das aktuelle Fernsehprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender auf eurem iPhone zu streamen. Sobald ihr den Shortcut gestartet habt, könnt ihr aus einer Liste mit verschiedenen Sendern wie etwa Das Erste, ZDF, Arte, Dreisat, Phoenix oder Tagesschau wählen und das Live-Programm am iPhone verfolgen. Ihr werdet noch gefragt, ob der Kurzbefehl die jeweilige Internetseite öffnen darf. Ich wähle hier jetzt einfach Immer erlauben aus, damit ich die nächsten Male nicht danach gefragt werde. Für Besitzer von Elektrofahrzeugen gibt es einen praktischen Kurzbefehl, der bei Bedarf die nächsten Ladesäulen im Umkreis von 1,5 Kilometern anzeigt. Sobald ihr den Kurzbefehl startet, erscheint eine Liste mit nahegelegenen Stromtankstellen und ihr könnt euch via Google Maps dahin lotsen lassen. Wenn euer Akku knapp wird oder ihr eine längere Zeit mit einer Akkuladung auskommen müsst, könnt ihr den Super-Stromsparmodus Kurzbefehl einschalten. Dieser kappt alle WLAN-, Mobilfunk- und Bluetooth-Verbindungen, aktiviert den Stromsparmodus, schaltet den Dunkelmodus ein und reduziert die Bildschirmhelligkeit auf 20%. So könnt ihr bei Bedarf die Akkulaufzeit eures iPhones verlängern, wenn ihr keine Möglichkeit habt, es aufzuladen. Um den Super-Stromsparmodus bei Bedarf wieder abzuschalten und euer iPhone ganz normal weiter zu nutzen, geht ihr einfach auf den Super-Stromsparmodus deaktivieren Kurzbefehl. Wenn ihr hin und wieder mal etwas beim größten Online-Versandhändler der Welt bestellt, dürfte der folgende Kurzbefehl interessant für euch sein. Startet den Shortcut und scannt einfach den Barcode auf der Verpackung eines beliebigen Produktes. Ihr gelangt daraufhin direkt zum jeweiligen Produkt in der Amazon-App. Ein eher unterhaltsamer Kurzbefehl zeigt euch das Bild des Tages der US-Raumfahrtbehörde NASA. Mit dem Shortcut könnt ihr jeden Tag einen Blick ins All werfen und euch tolle Aufnahmen anschauen. Bei Bedarf könnt ihr das Bild direkt in eurer Fotomediathek sichern oder mit anderen via WhatsApp, iMessage und Co. teilen. Ein weiterer praktischer Shortcut ist der Standortteilen-Kurzbefehl. Euren aktuellen Aufenthaltsort könnt ihr bereits via iMessage auf dem iPhone teilen. Dafür müsst ihr euch jedoch umständlich durch mehrere Ebenen tippen. Mit dem Kurzbefehl geht das viel schneller und bequemer.
Der Shortcut fragt euch nur nach dem jeweiligen Kontakt, dem ihr euren Standort schicken wollt, und schon weiß der oder die andere, wo ihr euch befindet. Wie ihr vielleicht wisst, wird die aktuelle WLAN-Verbindung auf dem iPhone nicht komplett getrennt, sondern nur bis zum nächsten Tag deaktiviert, wenn ihr sie im Kontrollzentrum abschaltet. Um das WLAN am iPhone schnell an- und komplett auszuschalten, gibt es einen praktischen Kurzbefehl, den ihr euch am besten direkt auf den Homescreen legt. Oft verpassen wir die schönsten Momente für ein Video, weil wir uns erst zum Videomodus in der Kamera-App durchklicken müssen. Damit das nicht passiert, gibt es einen nützlichen Kurzbefehl, mit dem ihr die Videoaufnahme mit nur einem Tipp sofort starten könnt. Bei diesem Shortcut macht es übrigens besonders Sinn, diesen auf dem Homescreen abzulegen, um ihn noch schneller ausführen zu können, ohne Umwege über die Kurzbefehle-App. Ihr kennt das bestimmt. Ihr habt Besuch und eure Freunde fragen nach dem WLAN-Passwort. Im besten Fall nutzt ihr ein langes und sicheres Passwort, das ihr wahrscheinlich nicht auswendig kennt, damit sich Freunde und Verwandte schnell mit eurem WLAN verbinden können, ohne dass ihr die komplizierten Zugangsdaten herauskramen und vorlesen müsst, gibt es einen speziellen Shortcut. Mit dem QR-Code erstellen Kurzbefehl könnt ihr einen QR-Code generieren, den eure Gäste nur mit ihren Smartphones abscannen müssen, um sich mit eurem WLAN zu verbinden. Sobald ihr den Kurzbefehl QR-Code erstellen hinzugefügt habt, tippt ihr diesen unter Meine Kurzbefehle an, um ihn auszuführen. Wählt dann den Punkt Ein WLAN konfigurieren aus der Liste aus. Gebt nun den Namen und das Passwort eures WLAN-Netzwerkes ein und bestätigt jeweils mit einem Tipp auf Fertig. Ihr habt jetzt einen QR-Code mit euren WLAN-Zugangsdaten generiert. Am besten speichert ihr diesen in der Fotos-App ab, um jederzeit darauf zugreifen zu können. In der Fotos-App findet ihr den QR-Code unter Alben und zuletzt oder unter Mediathek. Als Tipp, fügt den QR-Code zu euren Favoriten hinzu, um diesen bei Bedarf noch schneller parat zu haben. Wenn ihr öfters die Notizen-App benutzt, um zum Beispiel Gedanken oder Ideen festzuhalten, werdet ihr den Notiz-Diktieren-Kurzbefehl zu schätzen wissen. Dieser ermöglicht es, schnell und bequem Notizen per Spracheingabe zu erstellen und direkt in der Notizen-App abzuspeichern. Sobald ihr den Shortcut gestartet habt, könnt ihr anfangen zu sprechen. Mit einem Tipp auf den roten Aufnahmeknopf beendet ihr das Diktat und die Aufnahme wird in Textform in der Notizen-App abgelegt. Ein Großteil unserer täglichen Kommunikation findet in Textform auf dem iPhone statt. Egal ob per E-Mail, WhatsApp, Facebook oder andere soziale Medien und Plattformen, das geschriebene Wort ist allgegenwärtig. Im besten Fall sollte das, was wir in der Öffentlichkeit von uns geben, frei von Rechtschreibfehlern sein. Nicht nur unserem eigenen Ansehen, sondern auch den Lesern und Empfängern unserer Nachrichten zuliebe, deren Lesefluss nicht durch Schreibfehler gestört werden soll. Mit dem Rechtschreibung überprüfen Kurzbefehl könnt ihr schnell sicherstellen, dass sich keine unnötigen Fehler in euren Texten eingeschlichen haben. Kopiert den Text, den ihr auf Rechtschreibfehler prüfen wollt, in die Zwischenablage und startet den Kurzbefehl. Der kopierte Text erscheint dann bereits in einem Menüfenster. Mit einem Tipp auf Fertig wird die Rechtschreibprüfung durchgeführt. Fehler in eurem Text werden automatisch korrigiert, sodass ihr den Text direkt wieder kopieren und in eine beliebige Anwendung einsetzen könnt. Sicherheitshalber solltet ihr den Text aber noch einmal lesen, bevor ihr ihn verwendet, da nicht immer alle Fehler bereinigt werden. Das waren also einige unserer Favoriten der iPhone-Kurzbefehle. Den Artikel zum Video habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr nochmal alles nachlesen könnt. Falls ihr noch Anmerkungen oder Wünsche habt, dann schreibt diese gerne in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass ich euch noch mehr Kurzbefehle raussuche, dann könnt ihr mir das auch schnell mit einem Kommentar mitteilen. Like das Video, um mir eine große Freude zu machen, und abonniert diesen Kanal, um meine Arbeit zu unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.